Dann sparen wir uns die 5 Dollar, kaufen die Kochsets wieder voll und die Energy Drinks. Die werde ich auf jeden Fall auch nochmal nutzen. Kann ich nochmal 2 nachkaufen. Und dann haben wir realistisch, also netto 181 Dollar noch. Und alles oben voll. Schön. Okay. Dann gehen wir mal rüber zum Schrottplatz wieder. Arbeiten uns was hin. So, damit starten wir wieder. Okay. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ins Fitnessstudio. Das fände ich nämlich jetzt am allerwichtigsten, dass wir da mal weiterbekommen. Okay. Also das hier war schon richtig gut eigentlich. Bin mal gespannt, wie viel uns das gleich nach vorne bringt hier. Einiges. Die 30 Dollar geben wir gleich nochmal aus. Und die sind echt gut investiert hier. Also die Maschinen sind top. Nochmal geht sowas nicht. Wir machen Breakdancing. Du weißt, dass du Talent hast. Oh Mann. Ich kann ja für 12 Dollar nochmal Breakdancing machen. Jetzt ist das nochmal voll. Für 4 Dollar noch eine Aufwärmrunde. So. Dann geht's wieder zurück nach Hause. Das können wir auch fahren, hier zu Fuß gehen. So, die ist schon wach. Wir haben keine Pillen mitgebracht. Aber die soll sich ja nicht von so einem Scheiß ernähren, die soll was Vernünftiges essen. Die soll mal kochen. Ey Mama, steh mal auf und koch. So. Wieder rüber zur Robofabrik. Okay, weiter arbeiten. Viel Geld ausgegeben, das wird jetzt nämlich wieder nötig. So. Das sieht schon mal sehr gut aus. 168 Dollar haben wir wieder zusammen. Das ist wieder genug gewesen. Fahren wir wieder los zu... Ab brauchen wir eigentlich gar nicht. Komm, fahren wir rüber zu Bobo. Machen gleich weiter mit der Arbeit. Holen noch mal ein bisschen mehr Kohle ran. Und dann geht's weiter. So, er schlägt mal wieder alles kaputt hier. Hat schon Blasen auf den Fäusten, aber was soll's. Alles für den Job, alles fürs Ziel, Boxer zu werden. Und rauszufinden, wer sein Vater war. So, 2,59 haben wir wieder zusammen. Aber jetzt wird's auch nötig, dass wir was essen. Denn wir haben weder Essen im Magen, noch haben wir noch gute Ausdauer. So, Energy Drinks habe ich ja auch noch auf Tasche. Okay, wieder zum Schrottplatz. Jetzt wollen wir wieder Stahl biegen. Mit der Arbeit beginnen. Okay, das sieht schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. Und ich würde mal sagen, nach der Arbeit sehen wir zu, dass das wieder voll wird. Wir gehen jetzt nochmal zu... Bobo. Haben wir noch Energy Drinks? Ne, müssen nochmal schnell zu Apu. Danach gehen wir zu Bobo. Arbeiten da den Tag und dann gehen wir mal ins Fitnessstudio. Oder melden uns besser gesagt für den nächsten Kampf an. Sollte auch rein. Jo, 12 Stunden, das kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Und dann machen wir mal weiter. Das füllen wir mal auf. 3 Energy Drinks haben wir gekauft. Das bedeutet, ich kann nochmal neu kaufen. Wieder 66 Euro. Aber sonst, ich habe ja auch Geld ausgegeben, ne? Wir haben auch trainiert. So. Dann fahren wir mal wieder nach Hause. Das nehmen wir mit. Und weiter geht's. Im Kühlschrank werden wir zwar Essen haben, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Wir legen uns erstmal schlafen. Das macht mehr Sinn. Füllen die Ausdauer auf. Und dann die Energie meine ich. Und dann können wir immer noch essen, weil das Essen weiter runtersacken wird. So, er fühlt sich wieder voll geladen. Ah, die pennt wieder. Ne, wir haben. Oh, na gut. Wir gehen mal weiter zur Arbeit. Bobos Farm.
Ich glaube, jetzt mit den anderen Kloppen lohnt sich auch noch nicht so richtig. Wir können uns auf jeden Fall hierfür einschreiben. Aber wir werden nicht in die Kanalisation gehen, um da zu kämpfen. Das werden wir nicht schaffen. So, an die Arbeit. Wieder ein bisschen trainieren nebenbei. Das finde ich richtig gut, dass man dadurch auch Punkte sammelt. Okay, einmal 33 schaffen wir nicht mehr. Angemeldet haben wir uns. Der Kampf ist in 2 Tagen um 11.55 Uhr. Also ein Tag noch und dann 11.55 Uhr. So. Abbusladen brauchen wir auch noch nicht. Das Essen wird ein bisschen knapp. Das könnten wir höchstens nochmal mitnehmen. Wir dürfen auch nicht vergessen, was die Kohle angeht. Wir fahren ja jetzt auch wieder schön mit Bus. Das heißt, wir verlieren nicht so viel Zeit, kostet aber auch Geld. So, Nahrung aufgefüllt. Dann können wir wieder zur Arbeit gehen. Ich glaube, ich finde das hier besser, bei ihm zu arbeiten und bei Bobo. Bei der Mafia und bei Bobo anstatt oben bei dem Chinesen, weil ich finde das irgendwie effektiver und ich habe nicht die Strecke. Gut. Auch wenn ich da oben wahrscheinlich arbeiten muss, um ein paar Sachen zu erreichen. Aber in erster Linie will ich erstmal hier so weitermachen. Gut, 232 haben wir auch wieder zusammen. Ich brauche unbedingt mal wieder ein paar Energy Drinks, um das hochzuhalten. Jetzt ist die Energie hochgegangen. Essen haben wir auch wieder genug. Der Kampf ist am nächsten Tag, also in 23 Stunden 55 Minuten. Jetzt verstehe ich. Oder um 23.55 Uhr, aber das glaube ich nicht. Fahren nochmal zu Bobo rüber. Okay, arbeiten weiter. Dann gehen wir gleich nochmal in der Nacht arbeiten und dann werden wir uns Energy Drinks und Essen holen. Und dann können wir nochmal den Kampf durchziehen. So, $33 schaffen wir nochmal. Das ist super. Auch ist ein guter Tageslohn, muss ich sagen. Immer so $66. Ist auch in Ordnung. So, dann wieder zu... Ah ne, jetzt müssen wir was essen. Geschwind nach Hause. So, ab an den Kühlschrank. Die ist wieder wach. Das ist super. Die kennt nämlich nur die Nacht. Aber... ist bei Depressionen ja halt normal so. Okay, für $5 zum Schrottplatz. Dann arbeiten wir noch eine Runde. Und weiter geht's. $36. Okay. Er biegt und biegt. Da haben wir wieder Kraft gemacht. Das ist jetzt hier alles reinstes Krafttraining. Deswegen sind wir da auch schon so weit vorne. Also Power hat der Kerl. Der muss halt immer nur treffen. Energy Drinks haben wir keine mehr. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal zu Apu rüber. Zu unserem Gurkenglas. Magisches Gurkenglas. So, $2. Apu, gib mir deine Energy Drinks. $380 haben wir schon zusammen. Mal gucken, wie das nachher aussehen wird, wenn wir alles ausgegeben haben. Haben wir schon nur noch 239. So, den rein. Den rein. Den rein. Wieder kaufen. Füllen wir wieder auf den Bestand. Okay, das rein. Ich muss jetzt nochmal einnehmen, damit das hier voll ist. So, jetzt kaufen wir nochmal die Energy Drinks voll. Da haben wir $129 zusammen. Und jetzt wird gekämpft. Den sollten wir eigentlich easy auf die Bretter legen. Alter Schwede, da hat sich ja schon einiges getan bei uns. Aber dass der immer nicht trifft, finde ich blöd. Aber da müssen wir halt, das ist das mit dem Tennisschläger, diese Agilität oder wie sich das nannte. Da müssen wir einiges mitmachen. Dass das besser wird. Okay, Kämpfe. Alter Schwede. Also der Kampf ist easy gewonnen nachher. Ich finde das blöd, dass er nicht trifft und dennoch zurückgehen muss. Aber nun gut. So, den haben wir... gleich locker auf der Bretter. Schon wieder. Muss ich an der Reihenfolge vielleicht was ändern. Erst treten, dann schlagen, schlagen, treten oder sowas. Okay, wir können es ja nochmal ausprobieren. Hier, das fehlt uns ja sogar. Aufwärtshaken, genau. Du sagst, etwas weniger. Nochmal Schaden, genau. Den wollte ich haben.
Und dann lass uns mal kämpfen. Aber trotzdem hat er überlebt. Shit, wir kippen um. Ah. Jetzt guck mal, wie fies das ist. Der könnte uns so besiegen. Das finde ich echt mies. Der könnte uns nächste Runde noch besiegen. Wegen so einem Schwachsinn. Verlieren wir wieder 37. Legt uns nochmal auf die Bretter, sind wir weg. Das ist nicht mehr normal. Also das Spielprinzip tut mir leid, das verstehe ich nicht. Was ich da anders machen soll, ich meine die Attacken vielleicht anders setzen, aber... Sorry, kein Plan. Was ich da hätte anders machen sollen. Da sacken wir ja noch einen Ticken weiter ab. So, lass uns nochmal trainieren. Na los, legen wir los, Junge. Tja, was soll ich jetzt machen? Also das mit dem Verteidigen finde ich eigentlich schon gar nicht so schlecht. Das lassen wir mal so. Vielleicht sollten wir als erstes den heftigen Tritt geben. Dann den Aufwärtshaken. Aufwärtshaken. Und dann vielleicht irgendwas, was nicht so viel Energie verballert. Machen wir mal so. Wir treffen auf jeden Fall jedes Mal jetzt. Er hat jetzt auch mal getroffen. Aber die Ausdauer geht natürlich heftigst runter. Oh, der Gong hat uns gerettet. Zweite Runde. Wir könnten den Kampf wieder gewinnen. Cool wäre das, Thema K.O. zu sehen, aber das werden wir nicht schaffen. Dafür ist die Energie immer zu tief. So, wieder runtergefallen. Ah. Die Scheiße könnte er das schaffen. Jo. Schade. Wenn die kurz vor Rutz zu Ende gegangen, hätten wir gewonnen. Ja, wir müssen uns eine vernünftige Strategie überlegen. So. Weiter geht's. Dann wollen wir mal zusehen, dass wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Dass wir den Kampf verloren haben. Ich verstehe es nicht, ne? Na, was soll's. Ändern kann ich es jetzt auch nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, was wir machen sollen, um das zu verbessern. Tut mir leid, mir fällt da gerade nichts zu ein. Okay, nochmal $33 kriegen wir auch hin, okay. Dann machen wir auf jeden Fall schon mal die 222 wieder voll. $200 auf jeden Fall. So, ich habe 25 bei dir in petto. Kriege ich aber nichts. Schade. Okay, wir fahren mal wieder nach Hause. Wir waren auch schon lange nicht mehr bei der Polizeistation. Da könnten wir auch gleich mal gucken, was so abgeht. Fahren mal nach Hause, reißen uns was zu essen unter den Nagel und dann geht's gleich weiter. Der ist gerade schon losgelaufen und trotzdem stehen geblieben wieder. Okay. Kochset rein. Ins Schlafzimmer und einmal schlafen legen. Damit die Energie wieder voll wird. Und Gesundheit müssen wir auch nochmal auffüllen. Da müssen wir den Fitnessstudio uns nochmal massieren lassen. Anmeldung können wir erstmal wieder in den Hintern schieben. Okay, das haben wir voll. Jetzt geht es halt um die Gesundheit. Ja, jetzt geht es eigentlich nur um die Finesse erstmal. Wenn wir das auch noch hingekriegt haben, das was jetzt auf 6 steht. Dann sind wir eigentlich ganz gut davor. Also müssen wir erstmal wieder arbeiten gehen, damit wir die ganzen Vorräte aufbauen können. Okay, 4:50 Uhr. Apus Laden aufsuchen. Kaufen wir jetzt schon mal die Vorräte nach. Haben wir sogar voll schön. Und hier auch so. $137 haben wir. Können wir da ja mal ja mitnehmen. Und dann arbeiten wir die restlichen Minuten nochmal auf der Roboterfabrik.